Ja, ich freue mich sehr, heute an diesem Ewigkeitssonntag, heute kommt die Predigt, die dein Leben bauen soll, dass wir wirklich Gottes Bestes erleben, das ist heute mein Titel, weil Gott hat nur gute Gaben für die, die an ihn durch Jesus Christus glauben. Und meine Predigt heißt heute, erlebe Gottes Bestes, werde ein Barrierenbrecher, weil die Barrieren setzen wir uns selbst. Gott setzt uns keine Hindernisse und Barrieren, sondern er schenkt uns ein verheißenes Land, ein weites Land, das wir im Glauben einnehmen, damit wir ein Segen für viele Menschen werden. Ich möchte jetzt für die Predigt nochmal beten und lasst uns wirklich unsere Herzen weit machen, dass wir auch Offenbarung, Erkenntnis bekommen, was Gottes Möglichkeiten durch den Glauben in deinem und meinem Leben sind. Jesus, wir danken dir heute Morgen, sei unser Lehrer durch den Heiligen Geist. Hilf, dass wir das Beste von Gott erleben. Dieses Jahr 2024, die kommenden Jahre, hilf uns, dass wir Barrierenbrecher sind. Dass wir, wie David sagt, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Und Herr, lehre uns Glauben an dich, an dein Wort, damit wir alles Gute, alle Segnungen erleben, für die du den Preis bezahlt hast, durch dein Opfer am Kreuz. Und wir danken dir, dass du die Tür ins ewige Leben bist, in Vergebung, in Frieden, in Freude und in das ewige Reich der Himmel. Rede jetzt zu jedem persönlich. Amen. 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 Ja, das Problem ist oft, dass wir uns selbst begrenzen. Und gerade auch in diesen wachsenden Krisenzeiten, wo die Welt immer mehr mit Negativen erfüllt ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Nachrichten anschaust. Es ist grauenvoll. Was passiert? Sowohl an der Zerstörung christlicher Werte im christlichen Abendland, aber auch die Kriegsnachrichten und die Erschütterungen. Und die Welt wird immer negativer, aber Gott ist nicht begrenzt im Leben dessen, der glaubt. Amen. Sondern im Gegenteil, Gott hat, wenn die Sünde und wenn das Böse größer wird, er hat mehr Gnade, er hat mehr Segen für sein Volk. Und das ist, wie wir richtig denken müssen. Und wir sind oft so begrenzt, wir begrenzen uns selbst und schauen auf unsere Schwachheiten, auf unsere Unzulänglichkeiten und wir sagen, ja, das kann ich doch gar nicht. Aber wir müssen umdenken, weil mit Gott können wir alle Dinge tun, die Gottes Willen entsprechen und die Gott dir und mir sagt und zeigt. Amen. Weil Gott steht immer hinter unserem Leben, wenn wir seinen Willen tun, unsere Gebete zu hören und seinen Willen umzusetzen und auch Wunder zu tun. Und falsche Denkweisen begrenzen dich und mich. Negative, giftige Gedanken wie Sorgen, wie Ängste, wie Ärger, was vielleicht andere Menschen falsch gemacht haben. Und wir wollen diese toxischen Gifte aus unserer Seele entfernen, aus unseren Gedanken entfernen. Gott will uns von allem Giftigen, Hinderlichen reinigen. Und die Lösung ist, dass wir unsere Seele durch Buße und Umkehr zum Wort Gottes, zur Wahrheit im Wort, entgiften und reinigen. Jesus sagt in der Bergpredigt, die reinen Herzen sind, werden Gott schauen, werden neue Visionen und Träume von Gott empfangen, werden auch seine Stimme hören. Und wir müssen alle negativen Gedanken und Gefühle aus unserer Seele rausbekommen. Und ich werde in der Predigt aufzeigen, wie wir das machen. Im dritten Johannesbrief, Kapitel 2, der Apostel Johannes, der auch das Johannesevangelium geschrieben hat, das Buch der Offenbarung über die Endzeit, in der wir sind, empfangen hat, schreibt dort etwas ganz Begeisterndes. Er sagt, Geliebte, Geliebter, Geliebte, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und dass du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Das ist wie eine geistliche Formel. Wir sehen hier einen dreifachen Segen. Er sagt hier, Geliebte, ich wünsche dir, und das ist Gottes Wille für dich und mich, dass es dir in allem gut geht. Auch im Materiellen, dass du Kleidung hast und dass du Überfluss hast, wo du anderen Bedürftigen was geben kannst. Ich will, dass es dir in allem gut geht, in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in deinem Beruf, in deinem Job. Ich will, dass dir in allem gut geht und dass dein Körper gesund ist, dass dein Körper heil ist, bis ins hohe Alter. Ja, mit 80, 90, 100. Ja, Gott erneuert unsere Jugendkraft und göttliche Heilung, Gesundheit ist ein Teil unseres Erbes im neuen Bund des Blutes Jesu Christi.
Aber dann sagt er was Interessantes, wie es deiner Seele wohlgeht. Wenn es deiner Seele schlecht geht, wenn du negativ bist, wenn du voller Ängste und Sorgen bist, dann wird deine Seele krank sein. Und wenn deine Seele krank ist, werden deine Gefühle negativ und dann legt sich das auf deinen Körper und du wirst körperlich krank, richtig? Und wenn du nur negativ bist und zornig und ärgerlich und bitter mit anderen Menschen, anstatt zu vergeben, rate mal, was passiert. Leute werden dich meiden. Beziehungen werden kaputt gehen, weil keiner will mit einem Menschen mit einer negativen, kranken Seele zusammen sein. Stimmt das? Das heißt, unserer Seele muss es wohl ergehen. Unsere Seele muss Freude haben, Frieden haben, Heilung und Gesundheit haben und dann wird es dir körperlich gesund gehen. Dann wird Gott deinen Körper heilen und dann wird er deine Beziehung segnen und er wird dich mit Kreativität erfüllen. Wie willst du kreativ sein, wenn du negativ bist? Wenn du jeden Tag dich sorgst, du kannst vor Sorgen nicht schlafen. Anstatt zu sagen, Gott, ich gebe alle meine Sorgen dir im Gebet, denn du sorgst für mich. Ich gebe dir meine Probleme und Nöte und Sorgen und ich danke dir, dass du mein Gebet erhörst. Ich danke dir, Vater, dass du für mich sorgst in den Krisenzeiten. Ja, ich habe einen Job verloren, aber du gibst mir einen besseren Job. Ja, ich habe eine Wohnung verloren oder die ist gekündigt, aber ich kriege eine viel bessere Wohnung. Und wir haben immer wieder erlebt, auch jetzt über Partner mit YouTube, wie Gott Wohnungen gibt, bessere Arbeit gibt. Amen. Aber wir brauchen eine gesunde Seele. Die Seele besteht aus drei Teilen. Aus dem Verstand, dein Denken, deinem Willen und deinen Gefühlen. Das ist eine Trinität auch, unserer Seele. Und wenn du die richtigen Gedanken hast, ich kann alles tun durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, der mich stark macht, Philipper 3, 13, dann wirst du die richtigen Gefühle haben. Du wirst Zuversicht haben. Amen. Wenn ich das Richtige denke, wie Gott über mich denkt und das ausspreche, dann fühle ich mich zuversichtlich. Ich habe erlebt, immer wenn ich was Neues mache, vielleicht kennst du das auch, dann greift der Feind deine Gedanken an und sagt dir, ah, kannst du das wirklich? Ist doch viel zu schwer für dich. Und wenn du diesen negativen, toxischen, giftigen Gedanken nachgibst, kommen negative Gefühle. Und du denkst, wow, das ist wirklich überfordernd und zu schwer. Und dann, wenn du aber richtig denkst, ich kann alles tun, Gott ist mit mir, Gott öffnet mir Türen, die niemand schließen kann, dann ist dein Wille motiviert. Und dann sagst du, ich kann das tun mit meinem Gott und ich will es auch tun und ich werde es auch tun, weil Gott ist mit mir. Amen. Sprüche 4, 20 bis 23 enthält einen Schlüsselvers, den ich mit euch mal lesen will. Und da sagt der Herr durch die Sprüche Salomos, mein Sohn, meine Tochter, Sprüche 4, 20, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie und Segen ergänzt sich. Denn und Heilung für das ganze Fleisch, mehr als alles, was man sonst bewahrt, schütze dein Herz, schütze deine Seele, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also er sagt hier, das Rezept für eine gesunde Seele, ein gesundes Selbstbild, ein gesundes Gottesbild, ist Gottes Worte jeden Tag zu lesen, seine Verheißung, sein Wort in unserem Herzen zu bewahren und dann ist Heilung darin. Von unseren Gefühlen, von unserem Selbstbild, auch von unserer Fähigkeit, Schritte des Glaubens mit Gott zu tun, wo andere Menschen Angst und Furcht haben. Amen. Mit Gott kann ich alle Dinge tun. Und dann haben wir Zuversicht. Und dann ist unser Geist am Regieren. Der Mensch ist geschaffen im größeren Gesamtbild Geist, Seele. Seele besteht aus Verstand, Wille, Gefühle, Geist, Seele und Körper. Und wenn ich im Wort Gottes lebe, im Glauben lebe, dann regiert der Geist, der Heilige Geist, über meine Seele. Amen. Und so soll es sein. Und dann bin ich ein geistlicher Mensch, wie Römer 1,16 sagt, die Gerechten sollen im Glauben leben, im Geist leben, dann regiert der Heilige Geist, Gottes Geist und mein Geist durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Und meine Seele denkt, wie Gott denkt. Und so soll es sein. Und dann wird mein Körper, meine Seele gesegnet werden. Was ist ein fleischlicher Mensch? Das ist, wo die Seele regiert.
Ja? Meine weltlichen Sinne, ich sehe, es wird immer schlimmer, immer mehr Inflation, immer mehr Mangel, Kriege, Ungerechtigkeit, Lügen in der Welt. Und wenn die Seele die Herrschaft hat über deinen Geist, dann bist du voller Furcht und Angst und Sorgen. Kannst du das sehen? Und dann bist du ein reaktiver Mensch. Jemand verletzt dich, ist ärgerlich und du reagierst mit Ärger und Zorn. Das ist ein fleischlicher Mensch. Der Geist soll regieren. Amen. Über unsere Gefühle, über unsere Gedanken, über unsere Seele, über unseren Körper. Und dann strömen vom offenen Gnadenthron Gottes Segnung und Kreativität in dein und mein Leben. Das ist das Leben im Glauben. Der natürliche Mensch lebt nur mit seinen fünf natürlichen Sinnen. Sehen, hören, schmecken, fühlen. Aber der geistliche Mensch lebt mit dem, was Gott sagt und was Gott zeigt. Und das ist Wahrheit. Die höchste Realität auf der Erde ist Wahrheit. Weißt du das? Jesus sagt, wenn ihr in meinem Worte bleibt, Johannes Evangelium Kapitel 8, 30 bis 32, wer in meinem Worte bleibt, wird wahrhaft meine Jünger sein. Du wirst die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird dich ganz frei machen. Die niedrige Realität sind die Lügen, die wir heute in der Welt sehen. Ja, es gibt 1000 Geschlechter. Das ist nicht die Realität. Die Wahrheit ist, es gibt Mann und Frau. Gott hat uns im Ebenbild geschaffen. Mädchen sollen als Mädchen erzogen werden, dass sie Frauen werden, Jungs als Männer. Und wenn dagegen verstoßen wird, ist ein Verbrechen an den Kindern. Amen. Die Wahrheit ist die höchste Realität und die bringt Segen, die bringt Kraft. Und das ist, womit wir Überwinder und Barrierenbrecher für Gott werden. Wie schaffen wir das? Wie können wir das Beste von Gott in unserem Leben mehr und mehr erleben, jeden Tag, jede Woche? Paulus antwortet darauf in Römer Kapitel 12, 1 bis 2. Ich möchte da zwei Schritte nennen. Das ist ein gewaltiger Brief, durch den Martin Luther die Reformation empfangen hat, dass der Mensch allein gerettet wird und ewiges Leben bekommt durch Gnade. Es ist ein Geschenk durch Jesus, der den Preis für unsere Seele bezahlt hat, durch sein Opfer am Kreuz. Und das ist ein gewaltiger Brief. Und er sagt in Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer einziger vernünftiger Gottesdienst ist, sage ich jetzt mal. Also Schritt 1, sagt Paulus hier, gib dein ganzes Leben, Geist, Seele, Körper als Opfer Gott hin. Weihe dein Leben Jesus Christus. Weil das einzig Sinnvolle, was wir auf der Erde tun, ob du nun im Gericht arbeitest, ob du als Lehrer in der Schule arbeitest, Versicherungen verkaufst, mit Immobilien unterwegs bist, egal was dein Beruf. Wie Bach gesagt hat, soli Deo Gloria, unser Leben soll allein zur Ehre Gottes sein. Und das, was wir geben in Gottes Reich, dass Menschen zum Glauben kommen, da wo wir arbeiten, leben in der Nachbarschaft, das hat Ewigkeitswert. Amen. Und darum sagt Paulus, ist die einzig vernünftige Reaktion auf Gott, der Mensch wurde. Gott wurde Mensch, Jesus Christus, Gottes Sohn, gab sein Leben für uns als Opfer, er verblutete am Kreuz für dich und mich, ist, dass wir sagen, mein Leben gehört Christus. Amen. Mein Leben gehört 100% Gott. Jesus hat mich erkauft durch sein Blut und den Rest der Zeit bin ich ein lebendiges Opfer mit meinen Gaben und Talenten, künstlerisch tätig zu sein, Puppentheater zu machen, Musik zu machen, zu malen, zu predigen, zu lehren, was immer deine Gabe ist. Das gehört Gott und ich bin ein lebendiges Opfer. Auch meine Zeit ist jeden Tag in Gottes Händen. Und ich möchte dir die Wahrheit sagen, es gibt eigentlich für Christen gar kein Opfer. Ich habe angefangen umzudenken. Weil Gott hat alles für uns geopfert. Jesus Christus hat sein Leben für uns geopfert. Alles, was wir tun, ist einfach nur, was wir schuldig sind zu tun. Wir sind Jesus unser Leben in Ewigkeit schuldig. Amen. Ich habe jetzt mehrmals von Männern und Frauen Gottes gehört, dass sie empört sind, wenn man sagt, wow, du bringst ja so große Opfer. Und sie sagen, ich bringe überhaupt keine Opfer. Ich habe das in den letzten Monaten von mehreren gehört. Weil was immer du Gott gibst, in die Gemeinde gibst, in den Reich Gottes gibst, deinem Nächsten und Gott gibst, gibt Gott vielfältig wieder. Gott segnet dich vielfach für das, was du investierst. Amen. Und wenn Gott dir immer mehr gibt, als du geben kannst, dann ist kein Opfer, sondern Gott belohnt dich. Amen. Wir können für Gott keine Opfer bringen. Und das hat mein Denken verändert.
Alles, was wir vor Gott geben, tun, an Liebe, an Gaben, das ist ein Dankeschön für das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Amen. Das ist lediglich ein Dankeschön und wir empfangen auf der Erde Segen und Lohn und im Himmel einen gigantischen ewigen Lohn. Amen. Halleluja. Also lasst uns nicht von Opfern reden, sondern lasst uns sagen, ich tue das, was ich schuldig bin aus Dankbarkeit für einen so guten himmlischen Vater und liebevollen Herrn und Retter. Schritt Nummer 2 sagt Paulus, seid nicht gleichförmig der Welt. Passt euch nicht der Welt an mit ihrer Negativität, mit ihrer Unreinheit, mit ihren fleischlichen Begierden, mit ihrer wachsenden Perversion. Man kann ja nach 8 gar nicht mehr das Fernsehen anmachen. Was sind da für perverse Sendungen? Ich will die gar nicht mit Namen nennen, ja? Aber ich habe manches gesehen. Nackt auf einer Insel, Männer und Frauen, ja? Orgien im Fernsehen um 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr. Wegen solchen Dingen kommt Gottes Gericht über Fernsehsender. Ich will jetzt kein Gericht ausrufen, aber es kommt über die, die sowas propagieren, weil es zerstört Kinder, Jugendliche, die Ehe, die der Teufel hasst und die Gesellschaft. Paulus sagt, passt euch nicht dieser perversen Generation an, seid nicht gleich wie die Welt, sondern werdet eine radikale Gegenkultur. Amen. Amen. Das sehen wir in der Apostelgeschichte. Die ersten Christen waren eine radikale Gegenkultur gegen dämonisch besessene römische, griechische Kultur. Und das müssen du und ich sein. Amen. Wir müssen eine radikale Gegenkultur sein gegen das, was Kinder schon im Kindergarten angreift, Kinder und Jugendliche kaputt macht. Ich habe gerade ein Video geredet über einen Rücktritt einer EKD-Ratsvorsitzenden und die wahre Krise der Großkirche, dass sie dem Teufel Tür und Tor geöffnet hat. Und dass sie dem Zeitgeist, sie hat das Gegenteil gemacht, was Paulus hier sagt. Passt euch nicht dem Zeitgeist an. Passt euch nicht einer dämonisierten Kultur an, die dem Teufel dient und nicht Gott dient, sondern schließt die Türen dafür. Und die Kirchen sind in einem rasanten Abfall, auch der Mitgliederschwund, weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen. Amen. Also wir müssen die Türen gegen den Zeitgeist schließen. Und dann sagt Paulus, Schritt 2, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Im Wort Gottes. Vers 2. Und das hört niemals auf, ihr Lieben. Amen. Du kannst nicht sagen, jetzt habe ich meinen Sinn, meine Gedanken 5 Jahre oder 10 Jahre erneuert, ich bin durch. Das hört nie auf. Wir müssen jeden Tag unsere Gedanken erneuern im Wort Gottes, durch gute Predigten, gute Bücher, ja? Die Bibel lesen jeden Tag. Ich war so stolz hier auf Heinz heute Morgen im Livestream zu sehen. Vor 1,5 Jahren durchgebrochen mit Jesus, jetzt hat die ganze Bibel durchgelesen. Ist doch gewaltig, so muss das sein. Amen. Wir müssen im Wort Gottes leben, voll damit werden. Und wir müssen unseren Verstand, unser Denken erneuern in Gottes Wort, dass wir eins werden mit unserem Vater im Himmel. Amen. Jesus sagte, ich und der Vater sind eins. Und wir müssen mit Jesus und dem Vater eins werden in seinen Gedanken, in seinem Wort. Und das, was Paulus hier sagt, werde transformiert. Das griechische Wort ist Metamorphos. Metamorphose. Wir gehen durch eine Metamorphose, eine Transformation unseres inneren Menschen. Unser Gedanke, wie wir denken, wie wir reden, dass wir nur noch andere ermutigen, nur noch andere segnen, nur noch über dich, über andere, über alle Gutes reden. Amen. Dann werden wir Jesus ähnlich. Und dann hast du eine gesunde Seele. Dann geht es deiner Seele richtig gut, wenn du redest und denkst, wie Jesus denkt. Und er sagt hier, erneuert euren Sinn, werdet verwandelt. Dieses Bild der Transformation ist wie die Raupe, die hässliche Raupe, wo ich die niedlich finde, die man manchmal am Weg sieht. Und diese Raupe spinnt sich in einen Kokon ein, an einem Ast, und dann stirbt sie. Das Alte in der Raupe stirbt. Und es muss sterben, damit ein neues Wesen durchbricht. Und das ist ein wunderschöner Schmetterling, den jeder liebt. Jeder liebt Schmetterlinge, oder? Und er geht durch einen Todesprozess. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Der alte fleischliche Mensch mit Lügengedanken, falsche Lügen. Ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich schaffe das nicht. Das muss sterben. Amen. Und dann kommt ein neuer Mensch zum Durchbruch, der einen neuen Geist, den Heiligen Geist hat, in dem Jesus lebt.
Und du kannst alle Dinge tun mit Gott. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Amen. Und darum müssen wir unseren Sinn erneuern im Wort Gottes. Paulus nennt in Epheserbrief diese Erneuerung das Wasserbad des Wortes. Das Wort Gottes reinigt dich von Lügen. Amen. Du siehst dich geliebt, angenommen. Wir hatten gerade Frauenfrühstückstreffen. Meine Frau hat so wunderbar gesagt, Frauen haben denselben Wert wie Männer. Amen. Wir sind gleichwertig geschaffen. Und Gott will Mann und Frau Schulter an Schulter als ein liebendes, siegreiches Team haben. Amen. Gemeinsam hat Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und so müssen wir unser Denken erneuern, dass wir uns sehen, wie Gott uns sieht. Angenommen, geliebt, gesegnet, gewollt. Damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn Gottes Wort in dir ist, Gottes Gedanke, dann wird der Heilige Geist dir das Gute zeigen, was er getan haben will. Er wird dir den Willen Gottes offenbaren, Gottes kreative Pläne. Amen. Unsere Aufgabe ist, dass unsere Seele, unser Herz voll wird mit Gottes Wort und mit Gottes Gedanken. Über dich selbst, über andere und über Gott. In diesen drei Dimensionen, ja? Über dich selbst. Ich gebe einige Beispiele. Dass du eins wirst mit dem guten Willen des Vaters für dich. Dass du sagst, Gott ist mit mir. Halleluja. Es ist ein neuer Tag in seiner Gnade. Gott wird heute Menschen durch mich segnen. Ich werde ein Segen sein für diese Generation. Das musst du aussprechen. Das ist Gottes Wille. Gott ist treu in meinem Leben. Ich vertraue ihm. Alle meine Rechnungen, Sorgen, Lasten, Probleme, hier hast du sie. Ich werfe sie auf dich. Danke, Herr, dass du schon eine Lösung hast. Du kümmerst dich um mich. Amen. Und ich sorge mich um nichts. Ich freue mich an diesem Tag. Ich kann alles durch den Heiligen Geist, durch Jesus tun, der in mir lebt, durch den Heiligen Geist, der mich stark macht. Und dann über andere, dass du eins wirst mit dem Willen Gottes. Dass du sagst, ich liebe alle Menschen. Ich liebe alle. Ob das jetzt Araber sind, ob das die Ukrainer sind, ob das Deutsche sind, Franzosen, Polen, Schwarze. Ich bin farbenblind. Amen. Wir sehen keine Farben. Gott liebt alle Menschen gleich. Und dass wir sagen, ich vergebe allen Menschen jeden Tag. Ich habe nichts gegen irgendjemanden. Ich segne gerade die schwachen, die schwierigen Menschen. Ich segne sie, dass sie Durchbrüche mit Gott erleben. Ich vergebe allen, ich trage die Schwachheiten der anderen mit. Wenn jemand schwach ist und dich ablehnt oder dich missbraucht mit falschen Worten, dann musst du sagen, danke Vater für mein Training. Ich segne diese Person mit Heilung von Missbrauch und Ablehnung. Segne diese Person, weil wenn jemand dich negativ behandelt, missbraucht, zeigt es, dass die Person in Not ist. Amen. Missbrauchte, ungeheilte Menschen missbrauchen wieder andere. Ich lebe, andere zu ermutigen, zu dienen, zu helfen. Ich predige das Evangelium Jesu Christi. Durch Traktate, durch Bücher, durch Dinge, durch mein Zeugnis, wo immer ich Gelegenheit habe. Und dann über Gott, dass du das Richtige sagst und denkst, mein Gott ist allmächtig. Jesus sagt in Markus 11, 20, hab Glauben an Gott. Alles, was du bittest, wenn du glaubst und nicht zweifelst, wird dir werden. Jesus sagt, habe Glauben an Gott. Und dann denke ich, mein Gott ist allmächtig. Mein himmlischer Vater sitzt auf dem Thron des Universums. Jesus sitzt auf dem Thron des Universums. Alles, was er mir sagt und zeigt, und wir wollen ab Januar übrigens ins Fernsehen gehen. Ich werde darüber ein extra Video machen. Ich habe dieses Wochenende die Verträge unterzeichnet. Wir gehen in TV Berlin. Wir gehen auf Rhein-Main-TV. 6 Millionen Kabelhaushalte. Plus 150 Millionen auf Satellit Rhein-Main-TV. Wir gehen ins Fernsehen. Weil Gott das immer und immer wieder gesagt hat. Und ich sage dir, er wird Wunder tun und Durchbrüche dadurch schenken. Dass Tausende mehr zum Glauben an Jesus kommen in Beziehung mit Gott. Amen. Ich habe jetzt einen Prediger gehört, ich nenne die Namen, bekannter Mann Gottes. Er sagte, wenn wir nicht für Dinge glauben, die unmöglich sind für uns, dann ist gar kein Glaube. Gott ist geehrt, wenn wir unmögliche Dinge glauben. Das ehrt Gott. Wenn du Dinge glaubst, die du alleine tun kannst, dann brauchst du gar keinen Glauben, oder? Dann kannst du es selbst tun. Da hast du natürlichen Glauben, wie du dich auf den Stuhl gesetzt hast, das erhält, das ist natürlicher Glaube. Aber übernatürlicher Glaube glaubt unmögliche Dinge an Gott, den Allmächtigen, dem alle Dinge möglich sind. Halleluja, ich predige mich begeistert.
Und dann sagst du, danke Gott, ich bin gerecht vor dir, ich bin gerecht gemacht. Gott ist mit mir. Du durchbrichst Barrieren vor mir. Du durchbrichst Hindernisse vor mir. Du ebnest meine Wege. Und oft sagen wir als Entschuldigung, ja, ich komme aus einer schlechten Familie. Ich auch, aus einer Familie mit Missbrauch. Rabfamilie waren mal Hugenotten, haben dann wohl den Glauben verloren. Und oft entschuldigen wir, sagen, ja, keiner in meiner Familie hat das und das getan. Dann bist du der Erste, Amen. Dann bist du die Erste. Wir dürfen uns nicht hindern lassen, weil Gott hat die Hindernisse durch Christus entfernt. Amen. Seine Gnade befähigt mich. Seine Gnade ist alles, was ich brauche. Und die Gnade Gottes ist umsonst. Jesus hat den Preis bezahlt. In der Gnade Gottes ist die Befähigung und die Kraft, Dinge für Gott zu tun. Amen. Er gibt mir Gunst. Das ist so wichtig. Ich werde darüber extra mal Predigten halten, über die Gunst Gottes. Ich habe die erlebt, seit ich Christ geworden bin. Als ich die Uni Hamburg evangelisiert habe. Ja? So viele, auch Professoren haben sich bekehrt, so viele Studenten. Und dann hat Gott mir Gunst gegeben, als ich mein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen und unterbrochen habe, mein Studium in den USA finanziert. Und mein Vater hat mich rausgeschmissen, war damals gegen meinen Glauben. Aber ich habe einen himmlischen Vater und der hat mir Gunst gegeben. Und Gott hat mir damals gesagt, ich werde dich empfehlen. Und Gott wird dich empfehlen. Amen. Amen. Gott ist ein Gott, der sagt, du bist begünstigt. Ich gebe dir Gunst. Und das kannst du jeden Tag bekennen. Und Gunst öffnet Türen vor dir und mir, die niemand mehr schließen kann. Gunst bereitet Wege in der Wüste und noch einen Strom dazu, damit viele dadurch getränkt werden. Amen. Und das bekennst du über Gott. Und wenn du das tust, das Richtige glaubst über dich, über andere, über Gott, und das sprichst du aus, das betest du zu Gott zurück, dann wird deine Seele ein wohlbewässerter Garten. Du hast eine gesunde, kraftvolle Seele, voll mit Freude, mit Frieden, mit Shalom Gottes und mit göttlicher Kreativität. Weil dann hast du Freude und Vertrauen und Glauben an Gott. Und dann fließt Kreativität durch dich. Amen. Halleluja. Und die toxischen Gedanken von Sorgen, Ängsten, Ärger hast du am Kreuz abgelegt für immer. Du sagst, ich will nichts mehr damit zu tun haben, die Türen sind zu meiner Seele und Geist verschlossen. Matthäus 12, damit will ich schließen. In Matthäus 12 sagt Jesus etwas Gewaltiges, Verse 33 bis 37, ich lese jetzt nur zwei Verse. Er sagt, entweder mache den Baum gut, und das geschieht an den Wurzeln, die Wurzeln. Wir brauchen eine Wurzelbehandlung des Wortes Gottes, des Glaubens. Entweder mache den Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder mache den Baum böse und schlecht, dann sind alle seine Früchte schlecht. Das sehen wir in der Gesellschaft heute. Du siehst an den Früchten, den Flüchen, den bösen Worten der Menschen, womit ihr Herz erfüllt ist. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz das Böse hervor, der böse Mensch aus dem bösen Schatz das Böse hervor. Was ist die Lösung? Schmeiß den bösen Schatz raus. Amen. Fülle dich mit einem guten Schatz von Gottes Verheißung, Gottes Gedanken, Gottes Plänen, Gottes Wille und Gott wird mit dir und mit mir sein. Amen. Halleluja. Ich bin begeistert. Und dann sind wir als Baum des Lebens, Baum der Gerechtigkeit, eingepflanzt mit unserer Seele und Geist im Wort Gottes. Das ist unser Boden. In der Liebe des Vaters, in der Gnade Gottes. Das lehren wir in reinigender Strom, unserem Heilungsbefreiungsdienst. Habe ich jetzt auch gerade ein Video gemacht, das neu gestartet. Der Baum des Lebens. Nicht mehr der Baum des Todes, der böse, zerstörerische Früchte hat, sondern wir sind Baum des Lebens. Mit guten Früchten, eingewurzelt im Wort Gottes. Römer 5,17. Jetzt doch das letzte Wort und dann sage ich noch was zur Anwendung. Wir beten nochmal. Dort sagt der Apostel Paulus in Römer 5,17 auch in Schlüsselverheißung. Wenn durch die Übertretung des einen, das ist Adam, der alte Adam, wo der Sündenfall war in 1. Mose Kapitel 3, der Tod durch den einen regiert hat, durch die Sünde, so werden vielmehr die den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit durch Jesus Christus empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Amen. Das heißt, du und ich, wir haben jeden Tag Überfluss der Gnade, der Weisheit, der Kraft, der Heilung, der Kreativität Gottes. Gott will unsere Seele jeden Tag neu bewässern. Und wir haben eine ewige Position der Gerechtigkeit in Jesus Christus vor Gott. Amen. Wir sind vor einem heiligen Gott heilig gemacht. Und Paulus sagt, dass die Grundlage,
Ihr seid berufen zur Herrschaft, zu herrschen mit mir, und das tut ihr durch den Überfluss der Gnade, der Vergebung und der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Halleluja. Lasst uns jetzt einfach noch mal beten. Ich möchte für die Anwendung noch ein paar letzte Schlussgedanken. Gibt 2023 nur noch etwas über 4-5 Wochen. Gib dein Leben ganz neu Jesus hin. Sag: Herr, 100% weiche dir meine Gaben, meine Zeit, mein ganzes Leben. 100% dieses Jahr 2024. Ich will dein Schüler sein. Ich will deine Jüngerin sein. Ich will aus deinem Wort lernen, wie ich rede, wie ich andere behandle, wie ich mich selbst behandle. Herr, ich will ganz bewusst dein Schüler und dein Jünger sein. Zweiter Punkt der Anwendung. Begib dich in die Schule Gottes, in die Erneuerung und Transformation deiner Seele, deiner Gedanken. Ganz bewusst. Und dann kannst du, wenn du eins bist mit Gottes Gedanken, Gottes Wort, Barrieren überwinden, Mauern überspringen mit Gott, wie David das gesagt hat. Gott wird dich hinüberheben, er wird es tun. Dritter Punkt, mache eine Bibelschule. Die kannst du persönlich machen, indem du die ganze Bibel studierst, aber es kann hilfreich sein, von Männern und Frauen Gottes zu lernen, die dir vorausgegangen sind und die 100-mal mehr Frucht produziert haben im Leben von Menschen im Reich Gottes als du und ich. Und ich möchte unsere eigene Bibelschule empfehlen, www, also die ISCD Bibelschule, Internationale Schule des Dienstes, an dieser Stelle. Vielleicht beruft dich Gott, 2024 eine Bibelschule zu machen. Und dann kannst du von 40 der besten Lehrer und Lehrerinnen Gottes, Männer und Frauen Gottes, zu Hause lernen. Das Alte Testament, Neues Testament, Training für den Dienst, deine Gaben, wie betet man vollmächtig, wie siegt man im geistlichen Kampf, wie dient man Kindern, wie dient man Jugendlichen. 40 Lehren in 5 Semestern. Und sie ist ungeheuer kostengünstig. Wir haben über 400.000 Studenten weltweit. Und ich bete, dass wir eine neue Generation noch ausbilden im deutschsprachigen Raum, als reife Jünger Jesu, mehr als je zuvor. Weil bevor Jesus wiederkommt, brauchen wir gesunde, starke Christen. Glaubst du das auch? Wir brauchen Jünger Jesu, die ihren Glauben verstehen und die wissen, wie Gottes Bund alles freisetzt und wie Glaube funktioniert. www.isddbibelschule.de kannst du schauen. Und dann mache 2024 zum besten Jahr. Prophezeie jetzt schon über das neue Jahr. Das wird das beste Jahr, das wir je erlebt haben. Amen. Es wird ein Jahr der Durchbrüche. Wir werden Barrieren durchbrechen. Wie Gott verheißen hat, die Salbung des Heiligen Geistes wird auch Barrieren durchbrechen in Schulen, über Lehrern, über Jugendlichen, über Kinder, über eine Region. Amen. Glaubst du das? Mache 2024 zu einem Jahr, wo du Gottes Bestes erlebst. Wer will das? Kann ich mal eure Hände sehen? Wer will Gottes Bestes erleben? Also ich kann beide zeigen, aber ich mache so. Amen. Wir wollen Gottes Bestes erleben. Und er will das noch mehr als du, weil er uns liebt und weil er alle Menschen liebt. Vater, wir danken dir jetzt für dieses Wort, für diese Predigt. Lasse sie in unserem Herzen wachsen, Herr. Heiliger Geist, erinnere uns an das, was wir heute Morgen gelernt haben, dass wir Gottes Bestes erleben und dass wir unsere Seele erneuern, unsere Gedanken erneuern im Wort Gottes. Und dass wir damit nie wieder aufhören, dass wir deine Gedanken denken und deine Taten tun, die du uns zeigst, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gottes reichen Segen für alle, die das jetzt auf YouTube gesehen haben. Schreibt doch eure Kommentare, wie euch das gesegnet und geholfen hat. Besucht uns mal in Berlin und schreibt gerne auch eine E-Mail. Geh auf www.neuesleben.berlin und du kannst uns schreiben über info@neuesleben.berlin. Gerne schicken wir dir Neues Testament und auch hilfreiche Literatur. Gottes Segen. Halleluja.